Orega, Oreni, On Demand, Giant, da! Willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer weiteren Session Pokémon Trading Card Game. Wie ihr ja mittlerweile schon wisst, in der letzten Ausgabe, ja, waren wir kurz davor, eben gegen die Top 4 anzutreten. Was ja quasi das finale Ziel im Pokémon Trading Card Game ist, genauso wie in allen anderen Pokémon-Teilen eben die Top 4 zu besiegen. Und ja, genau dem werden wir uns jetzt annehmen. Allerdings kann ich ja schon mal vorneweg sagen, das wird definitiv nicht die letzte Pokémon Trading Card Game Session overall, wenn wir die Top 4 geschafft haben sollten. Denn wir haben ja bei weitem noch nicht alle Pokémon-Karten, die es in diesem Game eben zusammen gibt, gesammelt. Das heißt, dass ich mich fast verschluckt habe. Und dass wir natürlich, sobald wir eben das heute geschafft haben, wird es auf jeden Fall noch ein paar weitere Parts geben. Es geht quasi so lange weiter, bis ich eben wirklich jede einzelne Karte hier in diesem Game gefunden habe. Und man kann sich ein bisschen an den Booster-Packungen orientieren, denn wir haben es ja, glaube ich, in der letzten Ausgabe gesehen. Eben am Computer kann man ja schauen, welche Karten von welchen Booster-Packungen man mittlerweile eben schon hat. Und wie gesagt, da müssen wir eben nur schauen, von wem wir welche Booster-Packung bekommen. Und genau um den können wir uns dann kümmern. Allerdings geht es jetzt erstmal darum, die Top 4 zu schlagen. Und ich habe mir in diesem berühmt-berüchtigten Internets, habe ich mir mal ein bisschen FAQs und Walkthroughs angeschaut zum Pokémon Trading Card Game. Und da gibt es eben auch Leute, die quasi so Hybrid-Decks zusammengestellt haben. Also so Decks, mit denen man eventuell die einzelnen Grandmasters besiegen kann. Und ich würde sagen, wir bauen einfach mal eines nach. Wir machen nämlich erstmal Folgendes. Wir nehmen einfach mal das Moin-Deck. Okay, perfekt. Und zwar die erste Karte, die wir bekommen können, ist quasi Lavados. Das heißt, wir gehen ran gegen ein Feuer-Pokémon-Deck. Und natürlich können wir uns da dann schon mal wunderbar drauf vorbereiten. Natürlich machen wir dann am besten ein Wasser-Deck dagegen. Und wie gesagt, ich habe mir eben mal... es kann ja eben auch sein, dass ein paar Karten, die hier vorgeschlagen sind, dass wir die eben noch nicht haben. Das heißt, da müssen wir dann ein bisschen improvisieren, aber das sollte auch kein Problem sein. Ich werde das mal komplett hier alles leer machen und dann können wir uns, wie gesagt, mal daran orientieren. Okay, hier haben wir noch drei Karten drin, das sollten wir auf jeden Fall... Es ist ein bisschen blöd, dass man eben wirklich nicht alle Karten direkt auswählen kann ebenso, sondern dass man eben, wenn jetzt zum Beispiel zweimal Bill irgendwo, also wenn wir nur zweimal Bill overall haben und wir haben das eben schon in einem Deck, dass es dann komplett weg ist eben, ist ein bisschen blöd, ehrlich gesagt, aber naja. Ist ja nicht schlimm. So, und zwar brauchen wir für dieses Deck viermal Enton. Enton? Ja, genau. Viermal Enton und... Okay, wir haben nur dreimal. Das ist schon mal... Da müssen wir schon mal ein bisschen improvisieren dann. Wir brauchen Urop. Den haben wir hier. Dreimal. Wunderbar. Dreimal Yugong. Das haben wir sogar diesmal. Dann brauchen wir noch einen Sepa. Dreimal und drei Seemons. Aha. Lapras haben wir, glaube ich, nicht. Wenn mich nicht alles täuscht. Ne, haben wir nicht. Deswegen machen wir mal viermal. Dann machen wir halt Arctos rein. Ist anscheinend so der Game Changer mehr oder weniger. Bill brauchen wir zweimal. Wir brauchen Energiezugewinnung zweimal. Und Energieabsauger viermal. Genau. Dann nehmen wir noch zweimal Tausch. Zweimal Windhauch. Bin mal gespannt. Also Windhauch und Tausch ist übrigens so gut wie in jedem Deck mit dabei. Hat mich ein bisschen überrascht und bin nicht so der Fan davon. Aber anscheinend scheint das doch ziemlich Meta zu sein. Wasser, 22 Wasserenergie und wir haben nur 20. Naja, bisschen nicht schlimm. Wir haben noch Enteron drin. Normalerweise brauchen wir nur noch Psychoenergie. Dann machen wir das einfach so. Haben wir hier noch zweimal Psycho rein, dann sollte das auch wunderbar klappen. Okay, wir haben noch zwei Karten. Ich glaube, da haben uns in dem Fall genau noch Pokémon gefehlt. Deswegen, wir könnten theoretisch, das ist eigentlich schon ziemlich gut, ne? Hm. 40 Schadenspunkte plus 10 weitere Schadenspunkte für jede auf Turtok abgelegte Wasserenergie zu, die nicht zum Zahlen der Energiekosten für diesen Angriff verwendet wurde. Du kannst nicht mehr als 20 Schadenspunkte auf diese Weise hinzufügen, also generell maximal 60 und 5 Wasserenergiekarten. Also über 50 Schaden. 50? Ich will mal's. Über 60 Schaden geht's nicht. Aber gut, ist jetzt die Frage, was wir dafür reinnehmen. Uns fehlt auf jeden Fall, ja, ein Enton und ein Enteron. Genau zwei Pokémon-Karten brauchen wir dann quasi noch. Dann können wir eigentlich nochmal Carpador und ein Garados mit reinnehmen, finde ich. Das ist ganz okay. Gut.
speichern wir das. Jawohl. Also das ist quasi eben das Vorgefechte. Anstatt eben Kappador und Garados bräuchten wir eben noch einen Enteron und einen Enteron. Dann schauen wir mal. Besitzer aller 8 Meistermedaillen, betrete die Duellbühne. Dann gibt es für dich jedoch kein Zurück mehr. Duellbühne betreten. Natürlich. In diesem Fall komm herauf auf die Bühne. Live on stage. Willkommen im Pokémon Dome. Ich bin Uwe, erster der Großmeister und dieses Großmeisterin Maike, die Feuerqueen. Großmeister von Elektro Donner Sven. Großmeister des Eises zuvorkommender Paul. Okay. Wir sind die 4 Großmeister, die Wächter der legendären Pokémon-Karten. Wenn du uns besiegen kannst, dann bist du auserwählt, die legendären Pokémon-Karten zu erben. Nehme deinen Platz am Tisch ein. Machen wir. Dein erster Gegner ist Maike. Logischerweise. Ich Maike, die Feuerqueen, soll dein erster Gegner sein. Mal sehen, ob du hitzebeständig bist. Ein 6-Preise-Match. Auf geht's. Alles klar. Habe ich das Richtige ausgewählt? Ich hoffe. Wird sich gleich zeigen. Müsste aber. Also wie gesagt, das sind die, die vorgegeben sind. Also dieses Deck. Allerdings, na, ja doch, sieht richtig aus. Allerdings kommt es ja immer darauf an, also es kann auch sein, dass es komplett in die Hose geht, der Versuch jetzt, aber generell kommt es ja immer darauf an, was man eben zieht und was der Gegner zieht, logischerweise. Und wir hoffen mal, dass die Gegnerin zumindest jetzt in dem Fall mal den kürzeren zieht. So. Geil. Direkt schon mal 2, die eigentlich nicht vorgesehen sind, aber okay. I approve this. Arctos ist ein guter, ist einer von den guten, definitiv. Okay, legendäres Lavados-Deck, ey. Dann schauen wir mal, wie das für uns jetzt hier ablaufen wird. Sehr gut. Das sind schon mal sehr gute Vorzeichen. Was hast du denn? Magmar. Kann zumindest schon mal vorher angreifen. Yep. Oh, okay, das ist quasi so wie Sepa. Wenn ich jetzt... Ich muss eine Münze werfen, um eben anzugreifen. Wenn ich Zahl mache, passiert gar nichts. Das kann mich schon mal ein bisschen über die Zeit retten. Ich könnte auch jetzt Arctos als Tank aufbauen, dass ich eben, dass der einfach mal Schaden tankt und dann, dass ich quasi mit dem anderen Arctos dann angreife, aber wir machen das mal richtig, würde ich sagen. Au. Sie hat Lavados schon mal auf der Bank. Das, okay. Ich will schon mal nachschauen, was der Kollege überhaupt kann. Nachteil an Arctos ist, es gibt die Arctos-Karte, die wir haben, übrigens ist nicht die legendäre Pokémon-Karte, es gibt eben noch eine andere, logischerweise. Das ist dann der eben dieses Eis-Deck hat. Entferne beliebig viele Feuerenergiekarten von Lavados, lege die gleiche Anzahl der obersten Karten vom gegnerischen Deck auf den Ablagestapel. Das ist hart. Holy Balls! Holy Shit! Triple Kill! 80 Schaden?! Wow. Bin beeindruckt, definitiv. Und Magma können wir quasi nur mit 2 Zügen von der Bildfläche verschwinden lassen. War das jetzt... Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, waren es 3 oder 4 Feuerenergiekarten, die Lavados für den Angriff braucht? Weil bei 3 wäre das extrem heftig. Definitiv. Vorteil ist übrigens, wir haben mit Arctos eben auch die Möglichkeit... Ich schaue mal nach. Ja, okay, es waren 4. Wir können jetzt allerdings, wenn wir jetzt das schaffen, können wir das eben auch so machen, dass wenn wir treffen, dass der Gegner eben auch gelähmt ist. Aber erstmal müssen wir durch die Rauchwolke durch, was natürlich nicht geklappt hat. Ah, Maike, Maike, Maike. Das Gute ist, sobald wir eben Lavados aus dem Spiel entfernt haben oder... Deswegen haben wir Windhauch, damit wir eben, falls die Lavados einsetzt, können wir das direkt wieder auf die Bank flappen und ein anderes dafür rausholen. Das ist eben der Vorteil zumindest. Wasserenergie. Okay, dann pumpen wir schon mal dieses Arctos voll, man weiß ja nie. Ich muss durch die Rauchwolke. Sehr gut. Ans Ende der Zeit und so weiter. Erstmal die Männlichkeit, glaube ich, bei mir wieder überprüfen. Das Gute ist übrigens, wir machen ja 50 Schaden, glaube ich, mit der zweiten Attacke von Arctos. Das heißt, ich werde erstmal nicht angreifen, weil ich glaube, als nächstes ist definitiv Lavados dran. Bei der Kollegin. Und wenn ich dann eben schon mal mein anderes Arctos vollgepumpt habe mit Wasserenergie, weil sie greift ja zuerst an.
Wenn das eben schon voll gepumpt ist mit 4 Wasserenergiekarten, glaube ich, waren es. Ja, dann kann ich das direkt one-hitten mit Blizzard, mit Blizzard. Das ist quasi jetzt meine Taktik. Und ich meine, 10 Damage kann ich eigentlich verkraften von Magma. Wir müssen eben nur darauf hoffen, dass er mich nicht die ganze... Dass ich dann eben auch mit einem letzten Angriff durchkomme durch die Rauchwolke. Und ein zweites Lavados. Wenn du Lavados während deines Zuges ins Spiel bringst, lege zwischen einer und 4 zufällig ausgewählten Feuerenergiekarten aus deinem Deck in deiner Hand. Mische dein Deck... Wie viel? Zwischen einer und 4. Achso. Okay. Mhm. Gut. Ganz, eigentlich sehr gute Pokémon-Power. Was auch immer du jetzt gerade vorhast, Kollegin. Ich glaube, das ist nicht das Klügste, was du machen kannst. Weil ich glaube, das Lavados ist nicht ganz so stark wie das andere. Würde mich wundern. Machen wir nochmal Trank auf Arktos. Ich ziehe keine Basis-Pokémon irgendwie gerade, aber es läuft doch ganz gut. Lass mal sehen, was du kannst. Jau. Das ist genauso krank wie das andere. Nur, dass es 10 Schaden weniger macht. Moment. 3. Okay. 60 Schaden. Ja, okay. Ist auf jeden Fall. Sollte vorher down sein. Vor allem, wenn ich es vorher nochmal ordentlich lähme. Ja. Was? Ich dachte, Schwäche Wasser? Oder nicht? Moment. Das könnte eventuell nochmal ein Problem werden für das andere Lavados, was sie hat. Mhm. Shit just got serious. Es hat keine Schwäche. Son of a mother. Was Sinn macht. Oder daughter of a mother in dem Fall. Ich glaube, ich werde da mal in dem Fall meinen Blizzard einsetzen, damit dieses Lavados definitiv den Gar ausgemacht wurde und so weiter. Was ich jetzt nicht machen kann. Dankeschön dafür, Maike. Anton. Anton time. Okay, dann müssen wir das nochmal so machen. Moment, was kann Anton eigentlich? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ja, nicht wirklich was. Fack! Das Blöde ist, selbst wenn sie jetzt keine Feuerenergie zieht oder hat, kann sie ja mit Feuerspender trotzdem eigentlich eine ziehen, aber gut. Also mit der Pokémon-Power eben. Oder ist sie jetzt schon alle verbraten? Aber ich glaube, das ist nicht der Fall. Warten wir erstmal. Man weiß nie, zu was sie in dem Fall noch zu leisten imstande ist, die Kollegin. Energiezugewinnung. Eine Karte aus einer Hand gegen bis zu 2 Basisenergiegegner. Also, ja. Aber ich meine, Wasserenergie ziehen wir ja eigentlich momentan mehr als genug. Das ist also nicht das Problem. Okay, noch ein Zug, bis es angreifen kann. 3, 4, 5. Wie gehen wir jetzt am dümmsten vor, ist die Frage, ne? Machen wir erstmal weiterhin Gefriertrocknung. Hoffen auf natürlich Lähmung. Yes. Okay, wir haben es. Also wenn sie jetzt keinen Hyperheiler hat, ist sie im nächsten Zug down mit einem Blizzard. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Wie viel hat es gebraucht? 4. Ja, genau. 4 Feuerenergie war es. Schauen wir mal, was wir hier noch drin haben. Wasserenergie und Psychoenergie. Sehr gut. Alright, Delight. Alles im Griff. Alles im Griff. Jetzt darf sie nur keine Feuerenergie ziehen oder eventuell Zahl, wenn sie jetzt angreift. Nein! Ach, okay, Vulpix, okay, du bist richtig bescheuert. Maike, du bist richtig bekloppt. Aber Dankeschön dafür. Okay, Sepa auf die Bank, dann können wir das eventuell auf jeden Fall schon mal zu Seemon dann machen. 20 plus 10 weitere Schadenspunkte für jede auf Seemon abgelegte Wasserenergie zu. Ganz gut. Bei Kopf verhindert während des nächsten gegnerischen Zugs alle Auswirkungen von Angriffen auf Seemon. Hm? Oh, wir haben sogar... Ah, Moment, was macht Yugong? Oh!
Okay, dann geht es erstmal an Jurob, würde ich sagen. Die Wasserenergie. Was war's? Zwei Wasser und eine farblos. Okay, alles klar. Können wir eigentlich schon mal hier direkt zu Yugong machen. Gut. Alles klar. Okay, ich glaube, das Schlimmste haben wir mittlerweile schon beseitigt. Wir haben quasi beide Lavados-Karten jetzt mittlerweile aus ihrem Deck entfernt. Und jetzt kommt es eben quasi nur noch gegen die ganzen Henchmen an. Und obwohl, wie gesagt, wie schon angesprochen, eben Arktos normalerweise nicht vorgesehen war, sondern viermal Lapras, hat sich dieses Arktos definitiv mittlerweile schon bewährt. Gar keine Frage. So, dann machen wir hier einen Yugong mal eben draus. Ne, haben wir schon gemacht. Nevermind. Ah, ich freue mich gerade. So, Magma ist ebenfalls down. Vulpix müsste, glaube ich, nur noch am Start, am Stissel sein bei ihr. Wenn mich nicht gerade hier alles täuscht. 60 Schaden aufgrund von Schwäche, genauso möchte ich das sehen. Arktos klärt wieder, das ist echt cool. Tausch. Mhm. Alles klar. Fukano. Okay, wir haben Lavados. Wir haben Lavados doch noch nicht ganz aus dem Spiel entfernt. Anscheinend hat sie zwei legendäre Lavados-Karten. Man kann übrigens natürlich, man bekommt quasi, wenn man das jetzt eben geschafft hat, gegen die Top 4, dann bekommt man eben auf jeden Fall eine legendäre, also von jedem eins. Man bekommt das legendäre Zapdos, Lavados, Arktos und ich glaube einen Dragonoran. Also alle vier bekommt man sofort. Und da kann man eben so oft man möchte nochmal gegen die Top 4 antreten. Allerdings bekommt man, oder kann man maximal nur zwei, glaube ich, von jeder dieser legendären Karten sammeln. Und ihr bekommt eben auch nur eine legendäre Karte, wenn ihr eben antretet nochmal gegen die Top 4. Darf man also nicht vergessen. Okay, never mind. Ich wollte gerade sagen, sie ist extrem blöd, dass sie ihrem Lavados keine Feuerenergie gibt. Weil Lavados ist ja, wie wir schon gesehen haben, mittlerweile scheiße stark. Deswegen verstehe ich es gerade nicht wirklich, aber irgendwie habe ich gerade ein bisschen Angst vor Volona. Lass mal sehen. 8 Münzen? 8 Münzen? Wow. Okay. Basis-Pokémon, mischt er sie in du hast sie doch nicht mehr alle. Hm. Gar nicht schlecht eigentlich. HP sind auch relativ ordentlich. Ha, wir haben jetzt zwei schon entwickelt, ne? Das heißt, wenn sie Volona nochmal rausholt, könnte das nochmal ein kleines Problem geben. Selbst wenn sie jetzt übrigens auch nochmal angreifen könnte, falls es eine Doppelfeuerenergie gibt, was es nicht gibt, so ähnlich wie doppelt farblos eben, dann hätte das in dem Fall Lavados jetzt auch nichts gebracht. Weil es eben nicht hätte angreifen können, weil Lähmung, außer Hyperheiler, aber scheint sie ja anscheinend nicht zu haben. Was mir schon mal recht kommt. Die Frage ist übrigens, wenn jetzt Enteron zum Beispiel oder Yugong devolutioniert wird, ob dann in dem Fall auch die ganze Wasser... Ich glaube, die Wasserenergie bleibt enthalten, aber... Wäre auf jeden Fall nochmal eine Sache. Aber wenn man mal sich das anschaut, wir haben auf jeden Fall eine ordentliche Bank, oder? An Pokémon. Arktos ist ausgestattet, Yugong ist ausgestattet, Enteron können wir ohne Probleme ausstatten. Das ist schon... Das kann sich schon sehen lassen, definitiv. Ich hätte jetzt auch mal nochmal... Aber ne, hätte ich nicht. Tauscht er mein Pokémon aus. Ich wollte gerade sagen, ich hätte auch Lavados jetzt austauschen können, aber würde ja keinen Sinn machen. Das könnte ja sein, dass eventuell noch genügend Feuerenergiekarten kommt und mich direkt down macht. Da haben wir auch Windhauch. Allerdings möchte ich das Volona trotzdem erstmal down haben, weil 8 Münzen ist eklig. Das gefällt mir nicht. Okay, tanzende Glut. Let's go. Lass sehen. Asshole. Ups. Gut. Asshole. Puff. 60, oder? Oh. Mein Gott, dieses... Uah. Okay. Windhauch ist keine gute Idee, weil ich will es definitiv so schnell wie möglich vom Spielfeld haben. Deswegen machen wir jetzt mal einen ordentlichen Blitzzart. Direkt mal 100 Schaden gegen dieses Drecksvieh. Und dann ist eventuell noch 10 Schaden gegen alles, was auf ihrer Bank ist. Nein, auf unserer Bank natürlich. Aber ist kein Problem, weil Volona ist down. Und ich glaube, das war in dem Fall die größte Bedrohung. Noch größer sogar als Lavados. Naja, erstmal alles durch. Ist kein Problem. Keiner geht down. Die haben eh noch keinen Schaden genommen. Von daher können sie das auf jeden Fall ab. Das ist kein Problem.
Holy Spit. Energieabsauger. Das hätten wir eventuell gerade eben nochmal gebraucht. Wenn es jetzt mein Lavados. Mein Arctos down macht, dann werde ich ein bisschen gekränkt. Ah, es hätte eine One-Man-Show für Arctos sein können. Dieses Arctos hätte komplett die ganze Runde für uns gewonnen. Und dann kommt so ein Magma um die Ecke und denkt sich mal, nee, will ich nicht. Das ist nicht gut. Aber wir haben ja noch eins. Wir haben ja noch eins. So ist es ja nicht. Letzter Preis. Und noch ein Arctos. Ein Arctos geht, das andere kommt. Bitteschön, hier hast du es. Lass mal sehen. Vielleicht kriegen wir ja das andere. Wir haben zweimal Windhauch, machen wir einfach mal. Aber wir können es auswählen. Das ist natürlich sehr gut. Dann will ich dieses Magma. Dankeschön. Weil dann muss ich in dem Fall auch nicht auf Blizzard gehen, sondern nochmal schön auf Gefriertrocknung. Das reicht locker gegen so ein Magma. Sehr nice. Nochmal gelähmt. Und genau das halte ich übrigens von dieser Aktion des anderen Magma. Ansonsten hätte ich dann natürlich Blizzard gemacht und dann wäre es auch down gewesen, das andere Magma. Aber ja. Gut. Damit hätten wir schon mal die erste... Der Top 4 besiegt, Maike. Verloren, aber das überrascht mich nicht. Wenn ich sehe, wie weit du gekommen bist, der Punkt. Der nächste Gegner wartet schon auf dich. Ja, das hoffe ich doch mal stark. Sehr gut, Hänsel. Dein zweiter Gegner ist Sven. Hat man nicht schon Sven? Ich, Donner Sven, bin dein nächster Gegner. Hey, du willst die legendären Pokémon-Karten an, dann musst du mich erst besiegen. Yo, genau. Denn jetzt machen wir quasi unser Deck gegen den zweiten der Top 4, gegen Donner Sven.